Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Freitag, der 1. April und nein, sorry, ihr werdet von mir heute keine Aprilscherze bekommen, dafür bin ich zu alt. Also, es ist auch nicht mehr die Zeit, in der man groß Scherze macht. Was traurig ist, aber es ist so. Wie viele lustige, bizarre Meme hat man früher posten können und heute, naja, die Welt ist einer Spaltung. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern mich hat einer gefragt in dem Video, in der Telegram-Gruppe, wo ich fragte, was wollt ihr für Themen? Ich muss sagen, ich habe die Themenliste gerade hier als Dokument vor mir. Es gibt eine ganze Menge Themen oder eine Reihe von Themen, zu denen ich nichts sagen kann. Also von denen ich gar nichts weiß oder nur sehr wenig weiß und mich lange einlesen müsste. Zum Beispiel sagte einer, was ist geschichtliches Großtartarien? Also da müsste ich wirklich lange studieren, um das zu kapieren, muss ich sagen, leider, naja, darüber kann ich nichts sagen. Zur Enttäuschung, sorry. Aber es gibt einfach Themen, zu denen ich, oder was zum Höllenpenny, ich wohne ja jetzt woanders. Also, und der wurde auch umgebaut und ist kein Höllenpenny mehr. Tatsächlich, er hat sich verbessert. Ich war mal da, ausnahmsweise, um ihn mal zu sehen nach seinem Umbau. Das ist also insofern leider ein bisschen, wobei meine Gegend ja höllenhaft ist, aber vielleicht fällt mir dazu mal etwas ein. Was habe ich noch hier, was ich gleich sagen kann? Es gibt ja hier einige gute und interessante Themen, aber wie gesagt, einige Bücher Rolf-Peter Sieferles, Heartland-Theorie, Mackinders, den YouTube-Kanal Statistik, das kenne ich alles nicht. Oder sagen wir mal oberflächlich. Nur um mal hier am Anfang ein paar Sachen zu sagen. Einen Stadtrundgang durch Spandau. Nee, um Gottes Willen. Sorry. Habe ich mal drüber nachgedacht, aber. Das sind so Sachen, wo ich gleich sagen kann, darüber davon verstehe ich zu wenig. Dann gibt es natürlich hier einer noch, der hat gesagt, Luhmann versus Luhmann im Vergleich zu, wer was, ich glaube, Bourdieu. Aber nun kenne ich Bourdieu viel zu wenig. Und das Grundproblem ist, zu Luhmann haben mich schon mehrere gefragt, aber Luhmann ist unglaublich schwer zu erklären. Denn Luhmanns Theorie ist unglaublich kompliziert. Selbst ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich sie in seiner Gänze verstanden habe. Denn Niklas Luhmann war ein soziologisches Genie, aber er hat sich leider mit Absicht unglaublich kompliziert ausgedrückt. Und ob ich mir zutrauen könnte, Luhmann, sagen wir mal, für Nicht-Soziologen in einem Video zu erklären, das dann nur eine gewisse Länge haben kann, wo man, um Luhmann zu verstehen, eigentlich mindestens eine dicke Schwarte von Buch lesen müsste. Das traue ich mir im Moment selbst Luhmann zu erklären, nicht zu, obwohl ich mit ihm einigermaßen vertraut bin, weil seine Theorie so komplex ist. Worum geht es aber? Einer hat hier gesagt, mich würden psychologische Themen interessieren. Wie gehst du mit sozialen Ängsten, Panikattacken, Depressionen im Alltag um? Was würdest du Menschen raten, die auch darunter leiden? Kann aber auch nachvollziehen, falls es dir zu persönlich ist. Ich möchte das Thema erklären, aber ein bisschen weiter fassen. Natürlich werde ich auch Persönliches berichten als Beispiel und auch was ich von anderen Leuten weiß und höre. Ich greife aber mal das Thema in einem ganz großen Bogen. Also vom Persönlichen zum Politischen zum Geschichtlichen. Das Thema der Angst. Nun ist ja im Allgemeinsprachlichen die Vorstellung einer Angst immer etwas Persönliches, also weiß ich nicht. Ich habe, weiß ich nicht, wenn man als 10-jähriger Steppke mit anderen Freunden im Schwimmbad war, so, und da war dieses 10-Meter-Springbrett und davor hatte man dann halt vielleicht Angst. Ne? Also manche trauten sich da nicht runter zu springen. Ne? Ich eingeschlossen, muss ich sagen. Oder weiß ich nicht, Leute haben Angst vor Spinnen oder weiß ich nicht, in gewissen Gegenden haben Frauen zu Recht Angst, nachts allein durch die Gegend zu gehen. So, oder Angst vor politischer Wende. So, also um es mal aufs Politische zu ziehen, dass eine radikale Partei von links oder rechts oder Parteien von links oder rechts an die Macht kommen
und unerhörte und unglaubliche Dinge mit uns machen. So, das sind alles Ebenen von Ängsten. Oder die Leute, die Angst haben, dass der Klimawandel kommt und in einigen Jahrzehnten die Welt ein verbrannter Planet sein soll. So. Also es gibt ja alle Ebenen von Ängsten. Ne? Oder Ängste, dass einen das Jobcenter rauswirft oder dass so viel Geld abzieht, dass man nicht mehr leben kann und obdachlos wird. Oder Angst, wenn man älter wird und die Eltern selber sehr alt sind, dass die Eltern sterben und man die Eltern verliert. Ne? Oder Angst in einer Beziehung, dass der Partner oder die Partnerin davonlaufen könnte für eine schönere Person, eine reichere Person oder weil man langweilig geworden ist, weil man Minderwertigkeitskomplexe hat und sich immer fürchtet, meine Partnerin bzw. mein Partner betrügt mich, weil man Angst hat, man ist nicht gut genug. Es ist eine seltsame, aber evolutionsbiologisch logische Tatsache, dass negative Emotionen sehr, sehr, sehr viel stärker sind als positive. Also Angst, Wut, um mal die beiden hauptnegativen Emotionen zu nennen. Angst und Wut, beide überkommen uns ja in der Regel. Das heißt, wir wählen sie nicht aus. Wie die Grundemotionen überhaupt, wenn man nicht sich verliebt, auch zum Beispiel. Ne? Es gibt, sagen wir mal, Emotionen, die sich langsam entfalten. Verzeihen, vergeben zum Beispiel. Oder Empathie, sich einfühlen. Das sind Dinge, die langsam, die auch genährt werden müssen, damit sie wachsen. Aber es gibt sozusagen Grundemotionen, wie der Zornesausbruch, die Panik, die Angst. Und wie gesagt, das Verliebtsein, das Begeistertsein, wenn man, weiß ich nicht, bei einem Konzert ist und man ist total hingerissen von der Performance, dann sind das Emotionen, die uns überkommen. Das hat für Leute von außen betrachtet, die diese Emotionen nicht teilen, immer etwas Gespenstisches. Das ist uns sehr unbewusst. Also ich habe. Da ich so etwas Semi-Autistisches an mir habe, das plötzliche Überkommen von starker Emotionalität, die ich in anderen Menschen sah, schon als ganz junger Mensch immer als etwas Unheimliches und Befremdliches angesehen. Also wenn ich, und ich weiß, da ich schon mit 8 oder 10 Jahren anfing, Tagebuch zu führen, ich weiß, dass ich als Kind schon starke Emotionalität, also Ausbrüche, diese Emotionalität, diese Ausbruchsemotionalität nicht verstand und das Gefühl hatte, diese Leute würden wie von einem Dämon plötzlich überkommen. Ich meine das jetzt nicht im okkulten Sinne, wie von einer Macht käme eine starke Emotion wie von außen über sie. Und würde von ihnen Besitz ergreifen. Und plötzlich waren sie in Rage oder in Begeisterung, wie aus dem Nichts, wie als ob ein Schalter in ihnen umgelegt wäre. Und sie wären nicht Herren ihrer selbst mehr. Und es ist auch an mir etwas, das ich an mir am meisten mithin hadere, wo ich nicht Herr meiner Emotionen bin. Ich bin nicht so weit zu sagen, dass ich vulkanische Philosophie den Menschen anempfehlen würde, also eine vollkommene Überwindung der Emotionen. Nicht Unterdrückung, das ist es nicht, aber eine Überwindung der Emotionalität. Aber ich glaube, wir Menschen leiden an der Emotionalität und an der Hyperemotionalität mehr, als dass sie uns nützt. Das ist zwar vielleicht ein wenig traurig. Aber ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft heute, in der wir keine Mechanismen mehr lernen, unsere Emotionen zu erkennen, richtig zu erkennen und zu beherrschen. Sondern wir leben in einem Zeitalter, in dem wir wie seit längerem nicht mehr eine immer größer werdende Zahl sich ihrer Emotionalität nicht nur hingibt, kritiklos. Ich weiß nicht mehr, wer das sagte, aber
Es könnte Nietzsche gewesen sein, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Es ist ein Zeichen eines höher entwickelten Charakters, dass er ersten Impulsen misstraut. Diese Fähigkeit, sich zurückzuhalten. Man kann das auch messen. Ich habe mal das ist ein psychologisches Experiment, das man mit Kindern gemacht hat. Das ging so. Ich hoffe, ich krieg's noch richtig hin. Man hat ihnen quasi, weiß ich nicht, ich krieg's jetzt nur noch ungefähr hin. Man hat ihnen quasi eine Art Topf voller Süßigkeiten hingestellt und gesagt, ich lasse dich jetzt hier eine halbe Stunde allein. Wenn du es schaffst, in der halben Stunde oder eine, ich sage nee, sagen wir mal so, eine Tafel Schokolade. So, wenn du es schaffst, eine Stunde lang nichts davon zu nehmen, dann kriegst du danach zwei oder drei Tafeln Schokolade. Der Sinn ist also Triebverzicht, um etwas Höheres zu erreichen. Das heißt, die Fähigkeit, sich selbst, seine Emotionen zu beherrschen, um etwas zu erreichen. Und das ist, man hat das einmal sogar in einem langfristigen Experiment gemacht und hat dabei festgestellt, wer als Kind schon nicht in der Lage war, seine Impulse zu kontrollieren, ist auch meistens im Erwachsenenleben gescheitert. Also war eine Person, die es zu wenig brachte. Darin besteht also ein Zusammenhang. Die Fähigkeit, seine ersten Impulse zu beherrschen, ist also ein wichtiger zivilisatorischer Skill, um Erfolg zu haben. Deswegen ist es ein objektiv beweisbarer positiver Wert, seine Emotionen A zu kennen und B nicht Sklave seiner Emotionen zu sein. Also grundsätzlich aller Gier, Furcht, Hass, was man will. Also vor allem der, die etwas haben wollen. Oder also die sogenannten negativen Emotionen. Nun kann man natürlich auch sicherlich durch Verliebtsein hingerissen sein zu Unsinn. Aber im schlimmsten Fall kriegt man von der Person, die man verliebt ist, durch ein Fehlverhalten eins auf die Fresse. Das ist, sagen wir mal, nicht so dramatisch, außer für einen selber vielleicht. Aber die negativen Emotionen, Habgier, die nie gefüllt ist, Zorn, der maßlos ist, und Angst, die irrational und grenzenlos ist, sind sozusagen drei starke negative Emotionen, die sich auch immer selber verstärken. Das ist das Problem dieser Emotionen. Das haben alle diese drei. Wenn man mal in Rage ist, dann ist ein Mensch, der in einem Zornesausbruch ist und von Hass und Zorn ständig getrieben wird, der verstärkt diesen Kreislauf meistens leider auch. Das kann man sehen. Also wenn sich zum Beispiel Leute in einem politischen Lager oder in einer religiösen Gruppierung in Hass und Zorn, wenn sie sich daran gewöhnen, dann wird das etwas, das sie immer mehr beherrscht und immer mehr ihr ganzes Gefühlswesen durchdringt. Dann wird der Zorn, der Hass, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Der Zorn ist ja etwas, was eruptiv ist, und der Hass ist sozusagen der Brand, der dauernd schwelt, aber die hängen ja miteinander zusammen. Dann wird sozusagen eine Gewöhnung daran. Die Psyche betrachtet das irgendwann mal als Normalzustand und braucht auch irgendwann wie ein drogensüchtiger Junkie den Rush, den Push des Hasses und des Zorns und empfindet jeder Rückgang des Hasses als negativ und pusht sozusagen automatisch. Deswegen haben wir Leute, die, wenn sie bestimmten Ideologien, politischen Richtungen folgen, oft eine permanente Radikalisierung, die wir beobachten können. Weil Hass und Zorn sind wie eine Art Droge. Und es wird immer mehr. Man braucht sozusagen immer eine höhere Dosis. Mit der Gier ist es nicht unähnlich, komm gleich wieder zurück zur Furcht. Mit der Gier ist es nicht unähnlich. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass man seinen Willen immer bekommt und immer alles kriegt, also sagen wir mal super konsumorientiert ist,
Es gibt ja so Leute, die ständig Zeug kaufen. Konsumsucht zum Beispiel ist eine Form der nicht erfüllbaren Gier. Oder auf höherer Ebene, Eroberer. Wenn sie ein Land erobert haben, dann kommt ihnen die Idee, na jetzt habe ich ja ein Land erobert, da sind ja noch drei andere, die kann ich auch erobern. Also es gibt kaum Feldherren, die nicht Pläne hatten, nach der Eroberung einer gleich fünf weitere Länder auch noch niederzuwerfen. Oder Stämme oder Regionen, je nachdem, für was von was für Epochen wir sprechen. Das heißt, auch die Machtgier oder wenn jemand eine Position in der Politik hat, dann will er zwei oder drei. Oder wenn er es geschafft hat, Macht zu erlangen über andere, indem er Staatssekretär wurde, dann will er Minister werden. Und wenn er Minister wird, will er Kanzler werden. Und gut, da ist bei uns in den Demokratien die Grenze gesetzt, aber die Gier der Macht über andere ist auch etwas, was sich genauso wie der Hass verselbstständigt und wie eine Droge. Man gewöhnt sich an den Level, man berauscht sich an der Gier und an der Macht über andere und will. Und das wird so normalisiert im Gehirn, dass man immer mehr davon braucht. Bei der Angst ist es ein bisschen ähnlich. Also jedenfalls ist es oft so. Nicht so stark, da Angst, sagen wir mal, eine, ja, wie will man so sagen? Wenn Zorn ein Feuer ist und Machtgier im Wesentlichen auch, dann ist Angst eher ein dunkles Wasser, in das man immer tiefer sinkt. Ich will es mal so allegorisch versuchen zu umschreiben. Und so wie man von Feuer, wenn man sich daran ergötzt, niederzubrennen, ob durch die Machtgier andere zu plündern und zu treten, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, sich daran zu erfreuen, andere niederzutreten, dann will man diesen Kick immer mehr und immer öfter erleben. Und wenn man einmal den Kick hat zu hassen, dann will man ihn immer intensiver. Und mit der Angst ist es spiegelverkehrt, aber die Richtung ist auch. Wenn man einmal in das dunkle Wasser der Angst gesunken ist, ist die Gefahr, wenn man nicht dagegen kämpft, dass man immer tiefer in das dunkle Wasser versinkt. Aber es gibt auch einen Dreiklang zwischen diesen. Ich habe Machtgier, ich nenne mal insbesondere die Machtgier, denn die Habgier kann man, sagen wir mal, noch ausleben, wenn man konsumsüchtig ist, ist das zwar für die private Person schlimm, aber solange man nicht andere ausraubt, ist es erstmal per se kein Problem. Deswegen will ich mich mal auf die Machtgier fokussieren. Also die Machtgier, der Wunsch, andere zu beherrschen, andere sich gefügig zu machen, der Hass, andere vernichten oder beseitigen zu wollen, in irgendeinem Sinne, das muss nicht unbedingt physisch sein, es kann auch sein, dass man sie, sagen wir mal so, nehmen wir mal die Cancel Culture von links. Die Cancel Culture von links, da sind manche vom Hass gegen bestimmte Gruppen, also sagen wir mal gegen weiße heterosexuelle Männer, so erfüllt, die wollen sie nicht umbringen unbedingt, also jedenfalls nehme ich das nicht an, sondern sie wollen sie einfach aus allen gesellschaftlichen Positionen entfernen. So. Das ist eine Art Vernichtungswille durch Hass, der sozusagen die Sozialvernichtung. Also die Person soll sozial. Oder wenn ich einen nehme, ich weiß von einem, der hat mir das sogar ausführlich geschrieben, er will, seinen Lebensinhalt ist mich zum Schweigen zu bringen. Das heißt, er ist erfüllt von Hass gegen mich. Und sein Ziel ist, dass ich verschwinde sozial. So, das ist der Hass. Also der meistens nicht so weit geht, dass man, also das Grundproblem ist aber, sagen wir mal, historisch gesehen, wie auch psychologisch, ich sagte das bereits, Hass ist ja eine sich selbst stärkend, immer stärker werdende Sache, gerade wenn sie erfüllt wurde. Dann hat man bei Hass und Machtgier den Kick, die, die Macht haben, wollen immer mehr. Und die eine Person mit ihrem Hass einmal beseitigt haben und dann die Befriedigung empfinden, dann entwickelt es sich immer weiter, dass ihnen das irgendwann nicht mehr reicht.
dann reicht es nicht, dass die Personen, die sie hassen, ob von rechts oder links, jeder hat ja ihre eigene Zielgruppe, die Radikalen rechts wie die Radikalen links, oder Angehörige bestimmter Religionen, die da radikal sind, also radikale Evangelikale, zum Beispiel in den USA, oder radikale Varianten des Islam, oder es gibt selbst im Buddhismus, im Hinduismus radikale Bewegungen, was vielen nicht bekannt ist. Dann fängt es natürlich erstmal damit an, dass man sagt, ja, wir wollen diese und jene Menschengruppen, was immer es sind, in unserem Umfeld nicht mehr so. Also man will sie erstmal vertreiben oder wegsperren. So. Und erst, nee, erstmal ist es, sie sollen erstmal sozial unsichtbar werden wieder. So. Damit fängt es erstmal an. Also die Menschen werden, das Ziel der Macht und des Hasses ist, die Menschen sollen unsichtbar wieder werden. So. Also zum Beispiel, wenn ein Rechtsradikaler sagt, ich möchte nicht dauernd Schwule sehen, dann meint er will eigentlich gar keine sehen. So, weil es ihnen einfach nicht erträglich ist, dass es das gibt. Oder wenn eine, weiß ich nicht, woke-feministische, radikal-feministische Person sagt, alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger oder potenziell böse, so, dann will sie, natürlich ist das schwierig, eine Welt zu gestalten, in der sie nie wieder Männer sehen kann, weil es dafür zu viele gibt. Aber es ist sozusagen etwas, wo man sagt, man möchte diese Personengruppe, die man als Ziel hat, erstmal sozial ausschließen. Und das reicht aber dann nicht, weil es ist, wie gesagt, Hass und Machtgier sind eine Droge, die immer mehr will. Mit der Furcht ist es umgekehrt. Wenn man einmal einer Furcht nachgegeben hat, dann wird sie meistens leider immer schlimmer. Und das ist genauso schwierig zu bekämpfen. Denn, und es ist auch ein Zusammenhang zwischen Furcht und Hass, und der ist sehr eminent und wichtig. Furcht, Hass und Machtgier entspringen nämlich alle drei derselben Quelle, nämlich der Ich-Schwäche. Ich-Schwäche. Also es sind Personen mit einem schwachen Ich, in denen das Ego, um sich mal freudianisch auszudrücken, sich bedroht fürchtet. Sich bedroht sieht. Also ist das Ich hat eine Identität, eine Vorstellung davon, wer er ist. Das ist die sogenannte Persona, also die Maske, die wir tragen. Wir haben also eine Vorstellung davon, wer wir sind. Und wir fürchten dann, die Kontrolle darüber zu verlieren, wer wir glauben, dass wir sind. Ich betone das Glauben, wer wir sind, weil wer wir sind und wer wir glauben, wer wir sind, sind ja zwei verschiedene Dinge. Also wir halten uns zum Beispiel für schön und fürchten, dass andere uns für hässlich halten oder wir halten uns für klug oder weise und fürchten uns davor, dass andere unsere Dummheit oder Bereiche enttarnen, bloßstellen, in denen wir dumm sind. Oder wir halten uns für einflussreich oder mächtig und wir fürchten uns davor, unseren Einfluss zu verlieren. Und das ist die Quelle gleichermaßen der Machtgier, des Hasses wie der Angst. Das sind drei verschiedene Mechanismen, wie der Mensch auf Ich-Schwäche und die Bedrohung des Ichs reagiert. Also nehmen wir mal eine konkrete Angst. Also ich kann mal eigene berichten. So, wenn ich einen Jobcenter-Brief kriege, kriege ich einen starken Angstschub. Weil ich denke, oh, es kommt eine Kürzung, es kommt irgendetwas, dem ich aus irgendwelchen Gründen nicht nachkommen kann. Und meine Furcht ist, mir wird das Geld vom Staat entzogen und ich lande als Obdachloser auf der Straße. Das ist eine irrationale oder vielleicht begründete Furcht. Das ist nun, muss jeder selber entscheiden. Das ist nicht der Punkt. Aber es ist eine Furcht, die Bedrohung für mein Ich darstellt. So. Ich nehme das einfach mal exemplarisch. Ich will jetzt nicht, das ist nicht, dass ich jetzt hier jetzt klar, klage oder jammere. Ich sage es einfach nur beispielhaft,
weil mir mein eigenes Innenleben natürlich wesentlich mehr vertraut ist als das Innenleben anderer Leute. Meine Ich-Identität ist, dass ich in dieser Bauze lebe und sagen wir mal hier eine warme Mahlzeit einmal am Tag habe und eine Wohnung, in der ich nicht friere. Und dieses Minimalleben, dass ich das gerne weiterleben möchte. So. Wenn ich das bedroht sehe durch Forderungen vom Amt oder politische Neuregelungen, die möglicherweise zu meinem Nachteil sind, dann fühle ich mein Ich bedroht. Oder nehmen wir jetzt Corona. Wenn Leute sagen, sie möchten diese oder jene Maßnahmen nicht befolgen, weil sie sie persönlich als gefährlich einstufen, ob zu Recht oder Unrecht, das ist völlig dahingestellt, dann erfüllt sie natürlich jede Entwicklung in der Politik, diese bestimmten Maßnahmen weiter zu fördern, mit Angst. So, umgekehrt wie Leute, die sich sehr stark fürchten zu erkranken, die eine sehr starke Angst davor haben zu erkranken, jede Art von Lockerung der Maßnahmen mit Furcht reagieren. Und die Reaktion, also sie sagen, ich fühle mich in meinem Ich bedroht, weil ich könnte krank werden, ich könnte sterben, das ist das, was sie empfinden. Und auch, es ist ja so, wir sehen das, nehmen wir mal jetzt, wenn in dem Maße, es wurde ja jetzt angedeutet, es gäbe möglicherweise eine Lockerung der Maskenpflicht. In manchen Ländern ist sie ja aufgehoben worden. Und dann gibt es Leute, die, ich habe das auf Twitter in Tweets gelesen, die sich tatsächlich davor fürchten. Und sich fürchten, es gibt plötzlich eine Situation, in der sie sich eine lebensbedrohliche Krankheit einfangen können. Und wie gesagt, ich betone jetzt gar nicht, wie real diese Angst ist oder nicht, denn dazu müsste ich Mediziner sein. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin Soziologe. Ich kann aber, also ich kann so über, ich sage mal, über die Verhaltensweisen bin ich nur Experte, etwas auszusagen. Ich möchte das hier ganz klarstellen. Es geht nur um die subjektive Wahrnehmung, nicht die objektive Wahrheit dessen. Darüber treffe ich hier keine Aussagen. Oder nehmen wir Leute, die, sagen wir mal, links und rechts, die Vorstellungen, wie die Kultur einer Gesellschaft sein soll. Dann wünschen sich Leute von links eine multikulturelle Gesellschaft, aus welchen Gründen auch immer. Und jede Art Beschränkung oder Kritik erweckt sie mit Angst, weil ihr Ich sich identifiziert hat mit der Idee der multikulturellen Gesellschaft. Und alles, was dieses hinterfragt, stellt eine Ich-Bedrohung dar. Also herrscht eine Ich-Schwäche, weil sie sich offensichtlich ihrer Sache nicht sicher sind. Denn wenn sie sich ihrer Sache sicher wären, würden sie nicht mit Angst reagieren, sondern sagen, na ja, das ist doch ganz normal, das wird sowieso passieren. Einer Sache, der ich gewiss bin, der ich sicher bin, da reagiere ich nicht mit Wut oder Angst. Weil ich weiß ja, dass es so ist, weiß ich nicht. Zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz absurdes Beispiel. Wenn mir jemand sagen würde, morgen geht die Sonne nicht mehr auf, dann erweckt das in mir nicht Angst, oh, die Sonne geht morgen nicht mehr auf, und auch nicht Wut auf den, der das sagt, weil ich denke, es ist eine Unverschämtheit, denn ich bin ich stark genug, um mir darüber klarzugehen, ja, auch morgen wird die Sonne, okay, jetzt sagen wir mal, sie geht natürlich nicht auf, ich bin jetzt astronomisch nicht präzise, aber sei es drum, ihr wisst, was ich meine. Also ich wäre nicht emotional bewegt durch einen Menschen, der so etwas sagt, weil mein Ich in diesem Bereich sicher genug ist, um zu sagen, ich weiß, dass die Rotation der Erde um sich selbst und um die Sonne herum, dass diese Dinge auf absehbare Zeit auch weitergehen werden. So. Da ist mein Ich selbstbewusst genug, dass ich weder mit Angst noch mit Wut oder Kontrollzwang, dem Bedürfnis, den zum Schweigen zu bringen, auf diesen Menschen reagiere, da ich mir ja gewiss bin, dass er Unrecht hat. Mit
Kontrollbedürfnis, also dem Machtwillen, mit Hass und mit Angst reagiere ich nur dann, wenn es in mir selber einen Zweifel gibt, vielleicht könnte er recht haben. Vielleicht könnte etwas dran sein. Das sind die drei Mechanismen, mit denen man darauf reagiert. Weil man innerlich eben nicht gefestigt ist und gesichert ist. Sondern sagt, vielleicht ist doch was dran. Das ist zum Beispiel der Grund, warum sehr viele sehr religiöse Menschen, für die Religion im privaten Leben sehr wichtig ist, oft mit Hass auf diesjenigen reagieren, die entweder eine andere Religion verfolgen oder areligiös sind. Denn es gibt ja keinen Menschen, der so religiös gläubig ist, dass er nicht einen Funken Zweifel hat. Das gibt es nicht. Zweifellos glauben kann kein Mensch. Und deswegen, weil die für einen religiösen, gläubigen Menschen der Glauben eine wichtige Ich-Identität ist, Teil der Identität, ich bin ein Katholik, ein Muslim, ein Heide, ein, weiß ich nicht, Druide, keine Ahnung, was auch immer. Es ist Teil der Identität der Person, also des vorgestellten Ichs. Und wenn nun einer daherkommt und sagt, es gibt deinen Gott gar nicht. Oder dein Gott ist gar kein Gott, sondern ein Teufel. Oder weiß ich nicht, eine Fantasie, wie auch immer. Dann reagiert man mit Angst und mit Wut. Nicht, weil man so gewiss ist, sondern weil es einen Zweifel gibt, den jeder Gläubige hat. Vielleicht wird mein Glauben jetzt doch erschüttert, irgendwann einmal. Das heißt, es ist eine Abwehrreaktion, geboren aus Ich-Schwäche, aus Schwäche. Das heißt, alle drei Emotionen, Furcht, Zorn, Hass, Zorn/Hass und Machtgier sind geboren aus Todesfurcht. Denn das ist die ultimative Angst, die der Ich-Schwäche oder der Angst vor der Vernichtung des Ichs. Es muss nicht unbedingt eine physische Todesangst sein, aber die Angst vor dem Tod der Identität dessen, was man ist. Daraus erwächst Angst, Hass oder Machtgier. Die Machtgier ist der Weg, ich habe Angst vor meiner Vernichtung. Also muss ich alle kontrollieren. Das ist meistens auf der politischen Ebene, auf der hohen gesellschaftlichen Ebene, denn der Einzelne hat nur wenig Macht, sein Leben voll zu kontrollieren oder gar das Leben anderer. Oder sagen wir mal, das ist der typische tyrannische Chef, der fürchtet, dass die Mitarbeiter gegen ihn sich zusammen intrigieren und aus Furcht regiert er als tyrannischer Chef. Es ist die Furcht der Leute, die viel besitzen und viel Einfluss haben, in NGOs zum Beispiel oder Organisationen auch. Die fürchten, diesen Einfluss zu verlieren. Und eine sehr starke persönliche Identität, nehmen wir mal an, viele Leute, die zum Beispiel der Klimabewegung Anhänger sind, die richten einen großen Teil ihrer Identität daran aus, Klimaschützer zu sein. Das ist Teil ihres Ichs, ihrer Identität. Und jede nachfragende Kritik, sei sie eigentlich auch nur klein, erscheint ihnen dann also als eine tödliche Bedrohung. Denn wenn einiges möglicherweise von dem, was sie da verteidigen oder vertreten, vielleicht nicht stimmen könnte, also sie in sich Zweifel haben, der nagt, also sie die Ich-Schwäche haben, vielleicht ist es ja doch nicht so. Dann fangen sie an, um sich zu schlagen.
Und dann sagen sie, wir brauchen Gesetze. Wir haben das schon Leuten gehört, die das Klima, die den Klimawandel, die Leugnung des Klimawandels unter Strafe stellen. Das heißt, sie reagieren dann mit Kontrollzwang, weil sie fürchten, vielleicht habe ich der Kritik gar nichts entgegenzusetzen. Vielleicht wird in der Kritik, die kommt, offenbar, dass einige meiner Punkte nicht stimmen könnten. Das heißt, sie reagieren nicht so mit Kontrollzwang, weil sie davon so überzeugt sind, sondern weil sie fürchten, es könnte doch was dran sein, was die andere Seite sagt. Denn etwas, wovon man restlos überzeugt wäre, das wahr und evident ist, würde man nicht emotional mit Hass, Furcht und Zwangswahnvorstellungen aufkommen, sondern man würde sagen, es ist doch so, es ist ganz normal. Man hätte eine entspannte Reaktion, Haltung dazu, weil man der Evidenz ja gewiss wäre. So wie wenn ich aus dem Fenster sehe und sehe, es regnet. So, und ein anderer sitzt neben mir in meinem Zimmer. Dann sage ich, wenn du jetzt rausgehst, wirst du nass. Und wenn er dann sagt, nee, werde ich nicht. Also ich sage mal, er hat keinen Schirm so. Ja, dann sage ich, okay, gut, sieh zu, du wirst es selber, es ist dein eigenes Problem, es stört mich ja nicht. Wenn du jetzt leugnest, dass es regnet, aus irgendeinem Grund, dann werde ich ihn nicht zwingen, nicht nass zu werden, denn es ist ja sein Problem. Und ich werde ihn nicht hassen, weil es ist sein Problem. Und ich werde mich auch nicht fürchten, denn er will ja hinaus. Also bei evidenten Sachen müssen wir nicht reagieren, wir nicht emotional. Weil es ja klar ist, ich sehe hinaus und sehe, es regnet. Es sind die Sachen, die wir selber nicht gewiss uns sind, in denen wir mit Kontrollzwang, Hass und Furcht reagieren. Furcht ist im Prinzip oder Angst ist im Prinzip die Reaktion guter Menschen. Ich sag's mal so. Sehr versimplifiziert. Sie bringen es nicht über sich, den, der sie angreift, zu hassen und wollen andere nicht kontrollieren. Also versinken sie in Furcht. Während umgekehrt einer, der sagt, ich will nicht die Antwort bei mir suchen, der macht dann andere zum Sündenbock für seinen eigenen Zweifel, mit dem er nicht fertig wird. Üblicherweise werden dann auch immer dieselben historisch, das ist historisch belegbar, also es sind immer dieselben Gruppen, die zu Sündenböcken gemacht werden, wenn es in einer Gesellschaft schlecht läuft. Wir wissen das. In Europa zum Beispiel, immer wenn es in Europa schlecht wird, gibt es Judenpogrome, also Pogrome gegen Juden. Das mag dann überhaupt nicht damit irgendeinen Zusammenhang geben, oder es gibt damit nie irgendeinen Zusammenhang. Es gibt es, weiß ich nicht, wenn ein Bürgerkrieg ausbricht oder eine Pest oder egal irgendetwas in früheren Zeiten bis in die neueste Zeit, dann sind die Juden schuld. Das ist der Antisemitismus, weil das ist eben eine Gruppe mit einer fremdartigen Religion, fremdartigen Gebräuchen. Und da kann man sich dann, sagen wir mal, ich schwache Leute können dann schnell sagen, die sind schuld. Auch weil es, sagen wir mal, europäische Tradition hat. So. Man kann also an etwas anknüpfen. Das ist ja die Gruppe, die man schon vorher verdächtigt hat. Und wenn in Gesellschaften etwas schlecht läuft, man kann das sehen, es ist so. Die Sündenbockgruppen sind immer die gleichen. Die Schwulen, die Juden, die Ausländer, die Ungläubigen, die Andersgläubigen. Es sind immer dieselben Gruppen, auf die sich dann, die müssen ja schuld sein, weil die sind anders wie wir.
Und man kann dann seine Furcht, diejenigen, die eben nicht sich in Furcht einfach versinken lassen, wie der depressive Charakter, sondern sagen wir mal, der eher zum Zorn neigt oder zum Kontrollzwang, wobei dann in der starken Krise meistens der Hass obsiegt, nicht der Kontrollzwang. Den Kontrollzwang, das ist sozusagen eher eine Vorstufe. Man versucht erst einmal, sagen wir mal, gut, etwas läuft in unserer Gesellschaft schief. Das hat so eine Art magisches Denken auch. Also es ist eine Art vormodernes, unvernünftiges, okkultes Denken. Das ist, nehmen wir mal ein Beispiel, die berühmte schwarze Katze, die über den Weg mir gelaufen ist. Und sie ist dann schuld, wenn mir dann an dem Tag was Schlechtes passiert. So. Und so ist das archaisch-magische, vormoderne, unvernünftige Denken des Menschen, der Gruppen in Haft nimmt und sagt, die Schwulen, die Juden, die weiß ich nicht was, so und so, irgendeine Volksgruppe, die sind schuld, dass alles so schlimm ist. Das ist eine Art archaisches, abergläubisches Denken. Man überträgt die Schuld einer Gruppe für die eigene Furcht oder die eigene Misere, die gar nichts damit zu tun hat und auch gar nichts damit zu tun haben muss. Es ist einfach ich habe eine Ängstigung durch die Bedrohung, die über mich hereingebrochen ist. Und da ich die Ängstigung nicht ertrage, gibt es, wie gesagt, zwei Gruppen. Die einen versinken in der Angst und die anderen sagen, ich will die Angst loswerden, also muss ich irgendeiner Gruppe die Schuld auferlegen. Und die wird zum Ziel meines Hasses. Aber der Kern ist natürlich Angst. Also die Angst vor irgendetwas. Nehmen wir, weiß ich nicht, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse schlechter werden. Essen wird teurer, ich kann mir kein Essen mehr leisten. Ich fürchte, aus meiner Bude rauszufliegen und obdachlos zu werden. Die Gesellschaft zerfällt um mich, was immer. Krieg droht. Eine Pest oder eine Pestepidemien haben wir das zum Beispiel auch. In Pestepidemien hat man immer wieder antijüdische Pogrome in der Geschichte, zum Beispiel. Und das ist die Furcht vor der Pest, wird eben auf abergläubische Weise ausagiert an einer Gruppe, damit man sie sozusagen die Furcht glaubt man damit von sich loszuwerden. Man fällt zurück in eine Art archaisch-magisches Denken. Da ist die Gruppe der Schuldigen, so wie die schwarze Katze. Es gab ja im Mittelalter tatsächlich zu Pestepidemien Bewegungen, Katzen zu töten, weil man sie im Bunde mit Hexen sah. Man hat damit eigentlich irrwitzigerweise ja noch genau das gemacht, was das Schlechteste ist, denn die großen Pestüberträger waren ja Ratten. Das heißt, man hat die Tiere, also die Katzen, beseitigt, die am ehesten dazu beitragen hätten, die Pestausbreitung und durch die Bekämpfung der Ratten zu mindern. Aber Katzen wurden halt mit Hexen assoziiert, also ein alter Aberglaube. Und dann gab es wirklich Katzenpogrome, es ist kein Witz, zu Pestzeiten, weil man glaubte, die seien dämonisch. Weil Katzen haben ja in etwas Besonderes an der Ausstrahlung, eine mysteriöse Ausstrahlung auch für uns Menschen. Und werden deswegen alles, was man nicht versteht, alles, was fremdartig ist, was man nicht versteht, wird leicht zur Projektionsfläche für das Gefürchtete. Die Menschen fürchten das, was sie nicht verstehen. Und hassen das, was sie fürchten. Und im Extremen, wenn die Furcht übermächtig wird, dann wird der Hass auf dies Unbekannte und Fremdartige übermächtig und entlädt sich zum Schluss im Zerstörungswillen dessen, der vermeintlich dann auch schuld ist. Also wir kennen ja das aus der Hexenverfolgung zum Beispiel, ne? Und ohne es jetzt einzeln zu nennen, weil wenn ich zu viel über gegenwärtige politische Sachen sage, dann kriege ich hier wieder Strikes oder so. Diesen Denksprung muss ich jetzt euch überlassen. Aber das ist in der Gegenwart genauso. Und zwar von ganz vielen Richtungen.
Da ist die Gruppe, die schuld ist. So. Und wenn wir nur die kontrollieren, einsperren, wegsperren, Macht über sie erlangen, sozial beseitigen und im Extremum physisch beseitigen, dann ist die Not vorbei, vor der wir Angst haben. Und das Grundproblem ist, wenn man einmal in einem Angst- oder Hassmodus ist, ist es unglaublich schwer, da rauszukommen. Also erstmal selbst, weil man ist ja von Gefühlen, das ist das, die Eigenschaft von Gefühlen, man ist davon überwältigt. Wenn man, und nehmen wir mal wieder ein positives Beispiel, wenn man verliebt ist, kann man sich nicht kommandieren, sich zu entlieben. Und wenn man gerade in einem Zornesausbruch ist, ist es auch schwer zu sagen, man kann ja nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, ich höre jetzt auf, im Zorn zu sein. Und auch die schwelende Form des Zornes, der Hass. Wenn man angefangen hat, eine bestimmte Gruppe zu hassen und zu sagen, das sind die Schuldigen, dass unsere Gesellschaft zugrunde geht, dann ist es sehr, sehr schwer, Leute daraus herauszubringen. Und mit der Furcht ist es nicht anders. Wenn man mal Furcht entwickelt hat vor etwas, ich habe zum Beispiel immer Panikattacken, das Jobcenter hat so einen typischen graue Umschläge. Also um mal ein persönliches Beispiel zu nehmen. Die sind für mich ein Trigger. Ich kriege sofort eine Panikattacke, wenn ich einen Brief in diesem Jobcenter grau kriege. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich habe schon Panik. Das ist, und das ist eine, das ist, man hat diese Emotionen, das ist die Eigenschaft dieser, ich sag mal, Uremotionen. Die hat man nicht unbedingt auch im Griff. Das ist nicht so leicht. Und ursprünglich in archaischen Zeiten hatten diese, die sind ja nicht da, weiß ich nicht, weil der Herrgott uns so erschaffen hat, um uns zu quälen. Oder weil die Natur hier einen Fehler gemacht hat. Sondern ursprünglich hat diese Art, zu emotional zu reagieren, einen Sinn gehabt. Nämlich zu überleben. In der Urzeit, als das Leben sehr gefährlich war, war es wichtig, dass man, sagen wir mal, auf Bedrohungen schnell reagieren konnte. Das heißt, Angst ist die Situation, die Energie freisetzt, dass du vor einer Gefahr, die dein Leben bedroht, wegrennen kannst. Du siehst einen Säbelzahntiger in der Wildnis als Steinzeitmensch und die Angst, schnack, klingt ein, um dich zu energetisieren, wegzurennen. Es ist also eine Überlebenssicherung. Oder genauso der Zorn, die Wut. Du siehst einen gegnerischen Stamm auf dich zukommen, du und deine Leute oder einen aus einem gegnerischen Stamm, und du wirst in Zorn versetzt und bekommst sozusagen den Adrenalinschub, dich stärker wehren zu können. Das heißt, diese Emotionen haben evolutionäre Gründe, aber sie haben sich in der modernen Zivilisation eben verselbstständigt. Denn in der modernen Zivilisation wären wir ja eigentlich normalerweise, es sei denn, wir haben jetzt, sagen wir mal, es mit Schwerverbrechern zu tun, die tatsächlich die Absicht haben, dich zu ermorden. Aber in der normalen alltäglichen Welt ist das eigentlich ja nicht angemessen. Zumal sowieso, sagen wir mal, in der modernen Gesellschaft nie eine ganze Gruppe irgendetwas betreibt. Also das gibt es nicht. Aber weil wir eben nicht damit umgehen können, wenn wir erschreckt sind, wenn wir, sagen wir mal, etwas, mit dem wir uns identifizieren, sagen wir mal, eine bestimmte Gesellschaft zum Beispiel, wenn die droht zu zerbrechen, dann haben wir Angst, denn wir verlieren die Gesellschaft, mit der wir uns identifiziert haben. Also etwas, was Bestandteil unseres Ichs ist. Und das ist eine Todesfurcht, eine übertragene Todesfurcht. Wir identifizieren uns mit einer Kultur, sagen wir mal, der deutschen Kultur, und wenn wir die bedroht sehen, reagieren wir, weil das ein Teil unseres Ichs ist, mit Existenzangst, mit Todesangst. Und dann ziehen wir uns entweder immer tiefer in die Ängste zurück, das ist, wie gesagt, wir lassen uns in die schwarzen Wasser der Angst sinken, oder wir ergreifen die Fackel des Zorns, die, wenn sie lange genug gehalten wird, in einen dauernden Hass sich fortentwickelt. Und suchen uns irgendeine Gruppe aus, von der wir meinen, die sind in der Gesamtheit schuldig. Und wenn wir, wie gesagt, in dieser Art magischen Denkens des Opferschafs
Wenn wir nur die beseitigen, dann wird alles gut. Und das einzige Heilmittel gegen Furcht, Hass und Machtgier ist Vernunft. Also die Erkenntnis darum, wie die Zusammenhänge tatsächlich sind. Dadurch wird, wenn eine reale Bedrohung ist, die Bedrohung nicht automatisch geringer. Aber man kann zumindest manche Aspekte sehen, die vielleicht nicht so bedrohlich sind, wie man glaubt. Nun ist es natürlich schwer, wenn eine kollektive Identität droht zu erlöschen. Also nehmen wir mal der Zerfall der ethnisch homogenen Nationalstaaten, die ja eine neue Erfindung relativ gesehen historisch sind. Denn homogene Gesellschaften und Staaten sind eigentlich ja erst mit der Geburt des Nationalstaats zu etwas richtigem Eigenem geworden. In der Zeit, als die Leute Untertanen von Fürsten, Monarchen und so weiter waren, war die Identität wesentlich weniger stark darauf bezogen. Und wir sind es eben, weil der Nationalismus jetzt seit einigen Jahrhunderten sozusagen die vorherrschende Vorstellung von Gesellschaft war, fühlen uns bedroht, weil plötzlich gibt es kein Deutschland mehr, wie wir es kannten. Und das ist ja so. Also das Deutschland, wie es war, wie ich in den 70ern Kind war, in den 80ern Jugendlich, Teenager und in den 90ern auch noch Jugendlicher, das verschwindet ja vor meinen Augen. So. Ergo fühle ich mich bedroht, denn ein Deutschland, das ich kenne, das mir vertraut ist, verschwindet. Und das, was kommt, ist etwas mir Ungewisses. Ich kenne es nicht. Das ist das, wir fürchten uns vor dem, was wir nicht kennen, was wir nicht verstehen. Da sind plötzlich lauter ganz andere Menschen. Ich weiß nicht, wie die ticken, ich weiß nicht, wie die sind. Also reagiere ich archaisch, wie jeder Mensch archaisch auf das reagiert, was er nicht kennt. Das ist Steinzeitpsychologie. Für den Steinzeitmenschen ist das ein überlebenswichtiger Impuls gewesen. Wenn er draußen in der Wildnis war und irgendwo raschelte etwas, es hätte eine giftige, tödliche Schlange sein können. Oder hinter einem Strauch ein Wolf oder ein Säbelzahntiger oder ich weiß nicht, irgendetwas. Oder wenn er einem in der Wildnis in der Ferne schemenhaft sieht, da kommt ein Mensch, dann weiß er nicht, ist das einer meines Clans, meines Stammes, meiner Höhle? Oder ist das einer eines anderen Stammes, der anderen Höhle, der mir gerade den Schädel jetzt auf dem Weg ist einzuschlagen? Das wissen wir nicht. Also reagieren wir archaisch automatisch auf das Unbekannte mit Furcht. Und entweder bleibt es bei der Furcht und wir rennen weg. Oder wir entwickeln Zorn und gehen zum Angriff über. Das ist aber einer modernen Gesellschaft nur noch bedingt angemessen. Nur können wir diese archaischen Mechanismen, die sind uns, bleiben uns halt erhalten. Und das ist das Problem, sagen wir mal, gerade auch der modernen Mittel, die wir haben. Wir haben nämlich in der modernen Gesellschaft sehr viel mehr Mittel, als wir von unserem emotionalen Haushalt in der Lage sind, damit umzugehen. Das heißt, wir können die Gesellschaften organisatorisch und technisch in einer Weise verändern, in einer Stärke, der wir emotional eigentlich nicht gewachsen sind. Wir sehen das zum Beispiel, wenn alte Leute immer unsicherer werden, wenn es immer neue Techniken gibt. Das ist ja nicht, dass die geistig so verfallen sind, dass sie sie nicht mehr verstehen. Aber es ist ein solcher Wandel von dem ihnen Vertrauten aus ihrer Jugend, dass sie sich vor der modernen Technik ängstigen, weil sie es nicht verstehen, was das Gerät macht, wie das funktioniert. Sie fühlen sich mit der Technik unsicher, mit der modernen, weil sie das nicht mehr durchschauen, weil es etwas Fremdartiges ist und nicht wissen, was macht das mit mir. Wenn ich jetzt da und da meine Kreditkarten oder Telefonnummer oder Adresse eingebe, wer kriegt die mit? Wer erfährt die? So. Das ist das Unbekannte, das Unwissende, das Furcht erzeugt. Und dann eben Ablehnung oder Zorn und sagt, nee, diese Technik bringt, ist unser Untergang und unser Elend. Beispielsweise.
Und das bedeutet, das ist kein Urteil darüber, ob diese Furcht berechtigt oder unberechtigt ist. Darum geht es nicht, denn die kann ja berechtigt sein. Vielleicht haben die älteren Leute ja ganz recht mit ihrer, die Technik ist furchtbar für uns. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nur um das soziologische und psychologische Argument. Und das Grundproblem ist, es gibt leider keinen Trick, das damit umzugehen. Ich meine, wenn es einen gäbe, dann hätten wir Menschen als Kulturstufe ja diese Art von Verhaltensweisen hinter uns gelassen. Das haben wir nicht, weil es archaische Dinge sind, die uns über Jahrzehntausende der Menschheitsgeschichte in uns notwendigerweise gewachsen sind und auch schon im Tierreich existieren. Für Tiere ist das nicht anders. Sie haben Furcht und fliehen oder sie sehen Zorn und greifen an. Also auch schon bevor es den Homo sapiens als Menschwerdung gab, ist das ein ganz tief in allen Lebewesen sitzender Instinkt. Fliehen oder angreifen. Und da das also damit Millionen Jahre alt ist, also solange es Lebewesen gibt im Prinzip, die zumindest irgendeine Art Bewusstheit haben. Ich weiß nicht, ob eine Amöbe so funktioniert, aber sobald es irgendeine Art rudimentäres Bewusstsein gibt, sind diese beiden Furcht, ich muss weglaufen, Hass, ich muss zuschlagen, sind sie als notwendiger Bestandteil da. Unser Problem ist nur, wir sind keine Wesen rein der Natur. Für ein Reh ist es logisch, vor einem Wolf, das es in der Ferne sieht, wegzulaufen. So. Und davor Angst zu haben. Oder vor einem Wolf ist es eine natürliche Reaktion, wenn er einem anderen begegnet, einem ihm Fremden, mit Zorn zu reagieren, aggressiv zu werden, weil er fürchtet, zu Recht, der könnte ihn angreifen. Aber da wir Menschen der Kultur sind und nicht der Natur, oder sagen wir mal nur zu einem Teil, wir sind zu einem erheblichen Teil Kulturwesen, wir schaffen Dinge, wir schaffen Gruppierungen, die im Prinzip mehr oder weniger ausgedacht sind. Also ersonnen von uns. Also wenn ich zum Beispiel einer bestimmten Religion angehöre. Oder wir haben natürliche Elemente, die eigentlich keine Bedrohung sind, aber der wir kulturell Bedrohlichkeit zugeschrieben haben. Dann sind das ja oft Jahrhunderte und Jahrtausende alte überlieferte Ängste, die dann zu überlieferten Hass werden. Wie etwa im Antisemitismus oder in der Homophobie. Wir haben kulturell das einfach mal entwickelt, die war ja nicht schon immer da. Man kann das auch sehen an Kulturen, zum Beispiel die Ablehnung von Homosexualität. Es gibt nicht christliche und nicht muslimische Kulturen, in denen das weitgehend unbekannt ist. Oder sogar non-existent. Schwule abzulehnen, Lesben werden sehr interessanterweise, das hängt aber damit zusammen, dass man das Tun von Frauen in patriarchalen Kulturen im Allgemeinen eh weniger ernst nimmt. Deswegen gibt es auch sehr wenig in der Geschichte Lesbenverfolgung durch Gesetze und Schwulenverfolgung. Das ist nicht, weil man großzügiger zu Lesben war, sondern weil man Frauen in patriarchal strukturierenden Gesellschaften einfach nicht ernst nimmt. So. Aber weil in einer patriarchal strukturierten Gesellschaft, das heißt, wie eigentlich die meisten Gesellschaften mehr oder weniger organisiert sind, ich sage das nur beschreibend, nicht wertend, bitte. Es ist einfach so. Ist das Tun von Männern, sagen wir mal, von einer höheren Gewichtigkeit, weil die Struktur eben dieser und jener Gesellschaften patriarchal ist. Egalitäre oder matriarchale Gesellschaften gibt es ja nur wenige und gab es in der Vergangenheit auch nur wenige, rein zahlenmäßig. Und wie gesagt, bitte, ich beschreibe hier nur Dinge, ich werte sie nicht. Ich sage nicht, was gut oder schlecht ist oder gut oder schlecht sein soll. Weil also die meisten Gesellschaften in der Geschichte tendenziell patriarchaler eher waren, in Abstufung, ist das Tun und Entscheiden der Männer unter einem höheren Fokus.
Aber dass Homosexualität eine Bedrohung da ist, ist eine kulturelle Erfindung. Es ist keine naturgegebene Reaktion. Denn wir wissen, andere Kulturen, die nicht christlich und nicht jüdisch, also nicht der christlich-jüdisch-muslimischen, den Religionen, die das nicht kennen. Es gibt auch noch einige andere Religionen, die das in der archaischen Zeit auch gehabt haben. Aber es gibt eben Kulturen, in denen das kulturell nicht verankert war und denen Homophobie fremd war, weil es sich in der Kultur nie entwickelte. Es ist also keine naturgegebene Abneigung, sondern es ist eine kulturell erschaffene. Hass gegen Schwule ist etwas, das man lernt, nicht etwas, das man hat. Weil wenn wir nicht Christentum, Judentum, Islam hätten, gäbe es zwar immer Leute, weil es gibt immer Leute, die alles hassen. Es gibt Leute, die hassen Rothaarige, also pff, so. Aber es wäre nicht kulturelles Element irgendeiner Kultur, wenn es nicht erschaffen wäre. Und das ist mit Antisemitismus genauso. Wenn wir nicht kulturell, gerade das Christentum in der Frühzeit hat sehr starke antisemitische Elemente, und natürlich auch deswegen, weil in der Antike teilweise schon, weil eben die jüdische Religion anders als alle anderen waren, hat man sozusagen, man hat die Furcht vor dem, was anders ist, weil man es nicht versteht. Warum machen die das? Das ist sozusagen die Gefühlslage dahinter. Und Leute, die etwas machen, was man selber nicht macht, oder Dinge anders machen, wie man selber macht, erzeugen in einem selbst eben schnell Angst, weil dann fragt man sich, die Fantasie steckt Purzelbäume und fragt sich, was machen die noch alles? Und es wickelt sich im Inneren eine Angstspirale, oh Gott, die sind hinter diesem und jenem, und dann haben wir alle möglichen Vorurteile, was Schwule oder Juden, um zwei Gruppen zu nennen, ich nenne sie einfach aus dem einfachen Grunde, weil sie die beiden typischen Sündenböcke der christlich-abendländischen Welt sind. Aber das ist eben kulturell gelernt, das ist nichts Naturgegebenes. Also wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Japaner fragt, was hältst du vom Judentum, dann wird er mit den Achseln zucken, weil der kulturell gar keinen Bezug zum Judentum hat. Weder positiv noch negativ. Klar wird es auch dort Antisemitismus geben, so. Oder Homophobie, aber das ist dann Einzelentwicklung. Kulturell gibt es das in Japan nicht, weil sie haben einfach keine Berührung damit. Das heißt, es entwickelt sich durch kulturelle Definition. Eine Kultur definiert böse Schurken. Weiß ich nicht. Also Frauen, die selbstständig sind, die im Mittelalter leicht in den Verdacht geraten, oder sagen wir mal in der frühen Neuzeit war das ja eher, die dann in den Verdacht geraten wurden, Hexen zu sein. So. Weil man Frauen mit Autonomie eben verdächtigte. Es war aufgrund des jüdisch-christlich-muslimischen Weltbildes, das eine bestimmte Vorstellung, wie die Frauen zu sein haben, definierte. Und für viele Männer Frauen, die selbstständig sein wollen, nicht verstehbar sind. Und was nicht verstehbar ist, das erzeugt eben Furcht, Schrägstrich, Hass. Das gilt natürlich umgekehrt auch für Frauen. Die sagen, was machen die Männer da? Und das ist das Unverständliche, denn Männer und Frauen, sagen wir mal so, die ticken halt einfach ein bisschen anders. Und dann besteht immer die Gefahr, dass zwischen dem, was man nicht versteht, erstmal Furcht entsteht und dann möglicherweise auch Hass. Das ist einer der Gründe, warum eine sehr überstürzte Veränderung der Gesellschaft, sei es durch die Entwicklung neuer Technologien, oder sei es durch eine gewaltsame Umwälzung der Gesellschaft, einer schnellen, immer eine sehr große Gefahr birgt, weil wir eben archaisch immer noch funktionieren. Oder wenn wir wieder auf den Einzelnen zurückgehen, was haben wir persönlich für Ängste? Wir haben zum Beispiel Ängste vor Ämtern, also vor dem Staat. Weil der Staat umgekehrt fürchtet, dass
die Gesellschaft zerbricht, wenn er nicht die Kontrolle, das ist die Angst vor Kontrollverlust, die die Mächtigen haben. Die sitzen da und denken, wenn wir das nicht alles kontrollieren, geht die Gesellschaft in Flammen auf oder zerfällt. Das ist die Furcht derer, die Macht haben. Wenn ein Klaus Schwab bestimmte Dinge befördert, eine bestimmte Weltordnung, dann macht er das, weil er fürchtet, wenn wir das nicht machen, dann wird die Gesellschaft vor die Hunde gehen. Das heißt, diese ganzen Leute, die möglicherweise irgendetwas betreiben, das eine Art, sagen wir mal, Weltregierung anstrebt, zum Beispiel, die machen das, weil sie im Kern fürchten, wenn wir das nicht machen, geht alles baden. Natürlich auch ist auch Machtgier, das ist ja die Droge, von der ich sagte, aber der Kern, die Urzündung, die das befördert, die, wo das anfängt, ist immer Angst. Immer. Am Grunde jedes Hasses, am Grunde jedes Zorns, am Grunde jeder Machtgier, am Grunde jeder Habgier liegt Angst. Und solange Angst in deinem Kopf und in deinem Herzen ist, hat nichts anderes mehr Platz. Die Angst hat die Eigenschaft, alle anderen Dinge auszuschalten. Weil wir werden sozusagen auf den Überlebensschaltkreis runtergeschaltet. Wenn wir Angst haben, dann sind wir in der Angst der Existenz, die wir bedroht sehen. Und alle anderen Dinge werden sozusagen abgeschaltet. Wir werden reduziert auf dieses Urgefühl der Bedrohung unseres Lebens und reagieren, je nachdem, wie gesagt, unterschiedlich. Wir versinken in Angst und Depressionen. Das sind die Leute, die psychisch krank werden. Oder wir kommen in Spiralen von Machtgier, Habgier und Hass und Zorn. Aber der Kern ist immer die Angstbedrohung. Und das ist archaisch und schwer. Nun leben wir heute in einer Gesellschaft, in der ja die Ängste von allen Seiten immer mehr zunehmen und infolgedessen der Hass, der Zorn und der Kontrollwahn auch immer mehr zunimmt. Die Staaten misstrauen ihren Bürgern immer mehr. Die Staaten lenken, ob als gewählte Ämter oder im Hintergrund, fürchten sich davor, dass die Gesellschaft zerbricht. Und deswegen planen sie immer mehr Kontrollen. Nehmen wir China. China hat ein Sozialkreditsystem aufgerichtet, weil die KP Chinas fürchtet ihre eigene Bevölkerung. Denn wenn sie ihrer eigenen Bevölkerung vertrauen würde und sein würde, wenn die KP Chinas sicher wäre, dass die eigene Bevölkerung hinter ihnen steht, dann würden sie ja kein Sozialkreditsystem errichten. Sondern sie errichten oder Kameraüberwachung. Sie errichten Kameraüberwachung mit Gesichtserkennung und Social Credit System, weil sie sich vor ihrer eigenen Bevölkerung anfangen zu fürchten. Also ist der Machtwahn, der Kontrollwahn ist auch abgeleitet aus dem Gefühl der Angst. Das ist der Urgrund von allem Schlechten. Und die Bürger umgekehrt, wenn sie eine Reihe von Entscheidungen ihrer politischen Führer sehen, wie gesagt der Gewählten, wie der, die auf die Politik Einfluss haben, dann reagieren sie umgekehrt mit Angst. Was machen die mit uns? Und die Bürger lehnen den eigenen Staat zunehmend ab und begeben sich in politisch extreme Lager, weil sie den Staat fürchten. Die Politiker fürchten und die Organisationen fürchten, die Politik beeinflussen. Und lassen sich dann extremisieren. Und dann natürlich die jeweiligen Lager innerhalb dieser Gesellschaften, Linke und Rechte, um mal zwei Beispiele zu nennen, die, sagen wir mal, mächtigsten Einflüsse sind, die unsere Gesellschaften gerade zerreißen. Denn sowas wie Liberale und Libertäre sind ja sehr schwach im Moment. Die stellen kein wirkliches Bedrohungspotenzial dar. Auch wenn das manchmal versucht wird, von links so darzustellen. Aber das ist manchmal auch von rechts, aber das ist Quark. Also
Nie war der Liberalismus, die Vorstellung, dass der Mensch frei leben soll, so schwach, also heißt hier nie, also seit der Nachkriegszeit, so. Seit der Nachkriegszeit war nie die Vorstellung in der Welt, möchte ich sagen, so sehr geschwächt, wie die Position, jeder soll sein eigenes Leben frei führen. Das ist das im Moment mit weitem Abstand schwächste Lager und stellt daher für niemanden eine wirkliche, einen Grund davor, Angst zu haben. Aber wir haben verschiedene Lager. Also nehmen wir mal in der Corona-Krise die Anhänger eines harten Kurses und die Anhänger einer Lockerung, die sich voreinander fürchten. Und entsprechend dann mit Wut, Hass und Kontrollversuch jeweils gegeneinander reagieren. Im Einzelnen, auf der unteren Ebene des Einzelnen, ist es natürlich sehr schwierig. Denn wenn ein Einzelner vor Ängsten steht, dann sind es ja oft, sagen wir mal, Ängste, die im Kern tatsächlich berechtigt sind. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau oder meinem Mann zusammenlebe, mit meinem Partner oder meiner Partnerin, und ich fürchte, diese Person wird mich verlassen. Das ist ja eine reale Möglichkeit. Denn wir wissen aus der Erfahrung, nur wenige Beziehungen halten heute ein Leben lang. Das ist heute immer seltener. Also es ist eine statistisch realistische Angst. Oder wenn man sieht, bestimmte Arten von Erkrankungen nehmen ja stark zu, Allergien zum Beispiel, um mal etwas Harmloses zu nehmen. Oder anderes, sagen wir mal, wir haben eine starke Zunahme psychischer Erkrankungen. Seltsamerweise gibt es davor nur wenig Angst, weil das ein sehr tabuisiertes Thema ist. Viele, die unter psychischen Erkrankungen wie Ängsten oder so leiden, schweigen ja darüber. Deswegen ist das nicht allgemein bewusst, dass das ein großes Problem ist. Aber ich glaube, dass unsere Gesellschaft mittlerweile so ist, dass sie Menschen, ich möchte fast sagen, systematisch psychisch krank macht. Oder sagen wir mal, zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in irgendeiner Weise psychisch erkranken, ist in unserer Gesellschaft so hoch wie schon sehr lange nicht mehr. Wir haben also eine zunehmend bedrückende Gesellschaft, und zwar überall. Im Westen, im Osten, im Orient, im Okzident, im Norden wie im Süden. Wir sind nicht mehr im Frieden mit uns selbst und miteinander. Wir haben ja Spaltungen politischer Art und Unsicherheiten persönlicher Art. Nie war auch das Leben, oder sehr lange nicht mehr, war das Leben individuell so prekär. Wir haben sehr viele Leute, die zum Beispiel nie Partner finden. Und das ist ja ein Grundbedürfnis von, sagen wir mal, der allermeisten Menschen, einen Lebenspartner zu haben. Noch nie hatten wir eine so starke versingelte Gesellschaft, eine Gesellschaft von so vielen Alleinstehenden. Und das ist eine sehr große Angst, denn wenn man alleine dasteht, hat man keinen, der an der Seite steht. Das ist ja eine materielle Sicherung und es ist auch eine psychische Sicherung, weil wenn du eine Frau hast oder einen Mann, der an deiner Seite steht oder die an deiner Seite steht, dann hast du eine Person, wo sich zwei Personen gegenseitig stützen können, emotional und praktisch. Und in dem Maße, in dem Menschen immer mehr vereinzelt werden, ist das Potenzial für Ängste natürlich auch enorm gewachsen. Denn jeder, der allein ist, na gut, auf wen hat der, auf den er sich berufen kann? Freunde? Ja, Freundschaftsbande sind, man muss das leider sagen, heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dann sind Firmen auch heute so, dass sie viel schneller bereit sind, Leute zu feuern. Die Loyalität dem eigenen Angestellten gegenüber ist im Turbokapitalismus ja geschwunden. Das heißt, Leute fürchten auch schnell wieder in Armut abzurutschen, ihren Job zu verlieren und beugen sich vielleicht auch tyrannischen Chefs und Firmen, die sie quälen, Mobbing, das sie erleben, weil die Furcht vor dem tyrannischen Chef nicht so schwer wiegt, wie die Furcht, ins finanzielle Nichts abzugleiten. Und sie sich dann Dinge antun, die sie seelisch kaputt machen. Und umgekehrt haben wir einen Staat, den wir mal im Bereich der Sozialhilfe und der Hartz IV und diesem ganzen Dings, der Staat misstraut ja seinen Bürgern.
So. Deswegen kontrolliert er sie und gängelt sie. Weil würde der Staat seinen Bürgern vertrauen, dann würde er nicht dauernd alles kontrollieren müssen. Früher war das ja geringer, die Kontrollen. Gerade in dem sozialen Bereich. Weil wir einen Staat hatten, der seinen Bürgern noch vertraut. Aber wir haben einen Staat, der seinen eigenen Bürgern nicht mehr vertraut. Und umgekehrt, das ist eine sich wechselseitige Aufschaukelung, Bürger, die ihrem Staat nicht mehr vertrauen. Also wir haben in allen Bereichen eine zunehmende Verängstigung aller Menschen. Und deswegen haben Angsterkrankungen einerseits so zugenommen und alle Folgeerscheinungen, ich glaube, das hat explosionsartig zugenommen. Aber auch eben am weiteren Folgenspektrum, wir haben grassierend immer mehr Leute, die von Hass und Wut getrieben sind. Die sozusagen ihre Angst nicht innerlich nach innen richten, sondern sie richten sie eben nach außen in Form von Hass, von Vorurteilen, von Gewaltfantasien und so weiter. Und schließlich und endlich, last but not least, in der Vorstellung, es möge doch der eine starke Mann kommen, der endlich uns alle kontrolliert, sodass ich nicht mehr Angst haben muss. Das ist quasi die Endstufe, die Wunsch nach dem, der Ruf nach dem Diktator, der alles heil macht, der Ruf nach dem Imperator, der alles kontrolliert und ich bin endlich geschützt vor meinen Ängsten. Der große Übervater kommt und macht alles heil. Gut, ich weiß nicht, ob das euch etwas geholfen hat. Ich hab ja zu dem Thema ohne Plan hier gesprochen. Ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und etwas Erkenntnis gebracht, obwohl es natürlich so ist für viele Leute, die selbst in dieser Situation sind, gerade dann, wenn sie Angst nach außen projizieren, also in Form von Hass, Aggression, dann diesen Leuten fällt es gemeinhin am allerschwersten, das für sich einzugestehen. Und werden sehr viele intellektuelle Erklärungen, Pseudo-Erklärungen herbeizaubern, um das zu leugnen, dass das so ist. Leute, die ihre Angst nach innen aufarbeiten oder nach innen ziehen, die also Panikattacken und Ängsten und Depressionen erliegen, sind im Allgemeinen eher bereit, das zuzugeben, das für sich zumindest einzugestehen. Aber Leute, die aus ihrer Angst heraus Hass, Vorurteil, Aggression gegen andere richten, bis zu dem Punkt, dass sie sagen, wir wollen den starken Diktator, der endlich diese und jene Gruppe beseitigt, die schuld sind, für die fällt es am schwersten, sich das einzugestehen, dass das aus Angst und aus Ich-Schwäche passiert ist. Weil es so viel ihrer Identität untergraben und aufheben würde, die sie mitunter über sehr viele Jahre aufgebaut haben. Für einen Menschen, der sich allerdings in Depression und Angst ist, ist es, sagen wir mal, intellektuell leichter, das sich einzugestehen, weil er will ja, er leidet ja unter der Angst und den Paniken und den Depressionen. Und da ist es leichter zu sagen, okay, das ist etwas, woran ich leide, das möchte ich loswerden. Wird intellektuell leichter klarer. Aber ein Mensch, der ein sehr komplexes Gebäude von Angst, Vorurteil, Hass, Zorn, Vernichtungswille und Autoritarismus entwickelt hat, hat ein ganzes gigantisches Ich-Gebäude darauf aufgebaut und müsste im Prinzip einen großen Teil seiner Identität hinterfragen. Und das wird wieder mit Angst beantwortet, weshalb Leute, die in diesem Weg, ich sag mal, verloren sind, unglaublich schwer daraus zu bringen sind. Deswegen ist es diese Leute, die aus Angst ein Hass- und Kontrollsystem errichtet haben, ob von links oder rechts oder sonst woher, unglaublich schwer bis überhaupt nicht von dieser Schiene runterzubringen sind. Und das erleben wir ja jetzt ganz besonders massiv von allen Seiten. Also jeder, der sich keiner Seite anschließt und sagen wir mal mit einiger Distanz all diese Gruppierungen und Bewegungen betrachtet, wird feststellen, dass ein Großteil der Mitglieder dieser diversen Bewegungen, ich sag's mal im weitesten Sinne, leider völlig beratungsresistent, sagen wir mal so, be völlig resistent für Argumente sind. Weil ein so großer Teil ihres Ichs von diesem emotional konstruierten Gebäude abhängt, dass das Hinterfragen für sie eine Katastrophe wäre. Also, wie gesagt, als Beispiel nehme ich mal, ich versuche es mal, weil ich hoffe, das geht jetzt durch, einen Menschen, der sehr
einer sehr fanatischen Religion angehört oder Sekte von mir aus, für den das alles ausmacht, der reagiert extrem aggressiv und kontrollierend darauf, dass er, weil er eben sein ganzes Weltbild sich um dieses Sektendenken dreht. Um mal, wie gesagt, das Beispiel einer Psychosekte zu nehmen. So. Aber in der Politik läuft es halt nicht anders heutzutage ab. Also dieses, wir sind die Guten, wer uns hinterfragt, ist der Böse und muss aus unserer Gruppe rausgeschmissen, muss sozial eliminiert werden. Und in der Fantasie geht das weiter. Also da in der Fantasie geht das oft weiter auf bis hin zu Eliminierungsfantasien, die man oft nicht verbal äußert, weil das immer noch geächtet ist. Aber im Kopf ist das oft leider auch vermutlich schon sehr weit, sehr viel weiter. Das ist die schlimme Situation, in der wir gerade uns hineinschlittern. Wie alle Seiten sind Getriebene der Angst voneinander. Man kann auch ein schreckliches Beispiel ist die Genese des Ersten Weltkrieges, und damit möchte ich es quasi auch abschließen als letztes Beispiel. Christopher Clark hat ein Buch geschrieben über, den Titel weiß ich jetzt leider nicht mehr. Jedenfalls hat der Historiker, australische Historiker Christopher Clark, ein Buch über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo man sieht, wie die Ängste der Nationen voreinander sie wirklich in diesen Krieg taumeln ließ. Natürlich auch sind schon vorgegebene Vorurteile der Nationen voreinander, Franzosen, Engländer, Deutsche und so weiter, Russen, Österreich, Ungarn, Polen. Jede Nation hatte natürlich tradierte Vorurteile gegenüber anderen Nationen. Und in dieser zunehmenden Angst, die den Ersten Weltkrieg auslöste, der befeuerte sich quasi explosionsartig. Alle Ängste, die man immer schon irgendwo latent hatte, schienen plötzlich manifest zu sein. Und das ist wie ein Selbstläufer losgegangen. Man wird Opfer einer Spirale von Angst und Hass, die sich gegenseitig aufschaukelt und teilweise innerhalb von Monaten, Wochen oder Tagen aus einer Weltsituation des Friedens einen Weltenbrand gemacht hat. Das geht mitunter unglaublich fix. Und das ist, was mich in dieser Zeit extrem beunruhigt, weil ich auf ganz vielen Fronten uns wieder in einer ähnlichen Situation finde, wo alle Seiten in Angst und Zorn und Projektion und Schuldsuchenden diese gleiche Spirale ich um uns herum massiv sehe. Und sehr viele, die das sehen, die fallen halt wirklich nur in die Angstohnmacht auch. So, eine Erklärung habe ich bieten können, vielleicht eine Lösung leider nicht. Das ist das, was ich leider auch einräumen muss. Denn diese Problematik beschäftigt uns Menschen, solange es uns Menschen gibt. Und da müssen Weisere und Größere kommen. Aber wenn ich glaube, dass es eines gibt, und das ist, möchte ich als Abschluss sagen, als ganz Persönliches. Ich glaube nicht mehr an politische Lösungen und politische Rezepte und politische Antworten irgendeiner Art. Wir Menschen müssen einen spirituellen Sprung machen nach vorne. Wir müssen uns spirituell innerlich entwickeln. Das, was ich früher glaubte, das ist mir heute wieder klarer, wie wahr das ist. Ich weiß, das mögen unspirituelle Menschen jetzt rundweg ablehnen, das ist ihr gutes Recht, aber ich glaube daran. Wenn wir als Menschheit nicht einen spirituellen Sprung nach vorne machen, nicht im Sinne irgendeiner Religion von Geboten und Verboten, sondern einer wirklichen spirituellen inneren Entwicklung, dann haben wir eine Chance, diesem archaisch-tierischen Reaktionskreis von Gefühlen zu entkommen. Wenn wir diese spirituelle Entwicklung nicht machen, wird uns kein politisches Rezept der Welt und keine politische Lösung der Welt dauerhaft schützen. Es gibt keine politischen Lösungen des Problems, denn das Problem ist in unserer Natur. Und die müssen wir überwinden und weiterentwickeln, indem wir spirituell, innerlich uns vorwärts entwickeln. Es war die große Chance der spirituellen Bewegungen, sagen wir mal von
circa knapp 1875 bis in die 1980er Jahre hinein, dass das versucht wurde, und das ist ja leider gescheitert. Ich hatte das schon in anderen Videos gesagt. Das ist, was die Menschen lernen müssen, den spirituellen Sprung nach vorn. Und solange die Menschen als Ganzes den nicht machen, wird sich durch egal welches politische Rezept das Rad immer weiter drehen. Das ist das Einzige, was ich euch sagen kann. Das ist die einzige Hoffnung. Entweder ihr ergreift sie, oder ihr Menschen seid dazu verdammt, die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende diesen Kreislauf immer und immer und immer wieder durchzugehen. Leute, habt ein gesegnetes Wochenende. Möge der Gott des Lichts über euch scheinen, euch Frieden der Seele geben, Befreiung von euren Ängsten, Befreiung von eurem Zorn. Mögen alle in Frieden leben.